Da ist sie, Alicia Lehmann. Auch Lukas Podolski ist da in seiner Heimat Köln. Unnachahmlich. So einen brauchst du mit dem Rücken zum Tor, der dann hier so in Keilstürmer-Manier ablegt für Bigalke. Sascha Bigalke holt die Ecke. Es ist die zweite Ecke für Streets United. Ein klassischer Großkreuz mit Wucht nach innen gezogen. Schaman dazwischen. Heißt dritte Ecke. Wir spielen drei Ecken, ein Elfer. Und es wird Manu Fischer sein. Der Mann, der von der Kreisliga B an bis in die Bundesliga, in jeder Liga in Deutschland gespielt und getroffen hat. Manu Fischer. Und der bleibt hängen an Niklas Reichel. Gönnergy. Gilbert Diep. Gilbert Diep! Achte Minute! Gönnergy für die Mannschaft von Monte und Sascha Hellinger geht in Führung. Ball von Dominik Reinhold kommt nicht an. Wieder das schnelle Umschaltspiel. Gilbert Diep. Oh, ist das körperlich stark. Im Stile eines Erling Haaland. Ja! Ja! Manuel Fischer gleicht aus. Da ist er doch, der Fischer Manu. Ein Champions-League-Spiel für Stuttgart, eins gegen Barca als ganz junger Kerl im fortgeschrittenen Alter. Knipst und knipst und knipst er in der Baller League. Leicht abgefälscht das Ding noch von Orkan Dönmez. Nichts mehr zu machen von Streets United. Der Raumteiler hat die Sechs auf dem Rücken und ist auch so ein Typ. Defensiv räumt er alles ab und Bigalke tunnelt schon wieder. Oh, 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 ja. Schaman von hinten. Und rot höre ich hier. Es gibt eine 2 Minuten Zeitstrafe. So arbeiten wir hier in der Baller League und die hat er sich auch verdient. Vollkommen berechtigt. Nach dem Tunnel gibt es die Strafe für Bigalke von Schaman. Das ist aber eine Nuance zu viel. Stefan Effenbergs Team in Unterzahl. Bigalke rollt an. Das müsste das 2-1 für Streets United sein. Bigalke. Das ist das Ding. Es ist für Sascha Bigalke. Ja, war richtiger mentaler Abfuck. Wir vergeben das Riesending durch Fischi, kassieren dann noch ein Ding. Ey, aber wir haben es gedreht, überragend. Und das ist genau das, was wir vor dem Spiel gesagt haben. Nicht mit 15 Übersteiger, nicht mit 13 Fallrückziehern. Wir haben es klar, sauber, solide zu Ende gespielt. Dönmez. Ah, die haben auf jeden Fall schon angeschwitzt. Bigalke und Fischer. Wenn die beiden zum Zaubern ansetzen, wird es für alles schwer in der Baller League. Niklas Reichel ist da im Tor. Jo, es geht auch aus der Distanz. Und wie? Alici. Und jetzt heißt es wieder Penalty für Streets United. Niklas Reichel hat vereitelt und jetzt Sascha Bigalke. Sascha Bigalke auf dem Weg zum 3-1. Nein! Niklas Reichel, der Teufelskerl, hält auch den zweiten Penalty. Ja, der Zweier-Dreier-Aufbau bei Gönnergy geordneter, jetzt wollte ich gerade sagen. Und wieder Ballverlust von Schaman, der gerade schon mit dem Foul die Überzahl provoziert hat für Streets United. Jetzt ist er hier eventuell wieder direkt beteiligt an einem Gegentreffer. Sehr, sehr bitter. Der Torhüter muss runter, Niklas Reichel. Und Engel stellt sich für ihn ins Tor. Wahnsinn! Gilbert Diep, Alici. Dieb, der Torschütze, der erste und er ist auch der zweite Torschütze für Gönnergy. Gilbert Diep, Mann mit viel Oberliga-Erfahrung. Der Stoßstürmer von Gönnergy mit dem 2-2. Das ist sein Spiel. Ein Kontakt, zack, festmachen und dann gib ihm. So, Referee sagt dritte Ecke für Gönnergy. Es macht Hayrula Alici, der ehemalige BVB-Jugendspieler. Im Versagen die Nerven.
Und es wird die neue Regel. Galaxy Fair Play heißt, jedes gepfiffene Foulspiel wird mit einem Platzverweis bestraft. Dönmez und Schaman. Boah, was ein Schuss von dem Mann, der bisher nicht so einen glücklichen Auftritt hingelegt hat. Und das ist es dann gewesen. 2:2.